willkommen zu Minikirche. Ich wünsche dir einen richtig schönen Sonntag. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und wir diesen Online-Gottesdienst hier gemeinsam verbringen dürfen. Es ist ganz egal, ob du zu Hause bist, ob du alleine bist, mit deiner Familie, mit deinen Geschwistern. Wir können heute gemeinsam diesen Gottesdienst erleben und Gott feiern. Und bevor es hier richtig losgeht, möchte ich einfach noch beten. Gott, ich danke dir, dass du unser Vater bist, dass du einfach im Himmel bist und dass wir deine Kinder sind. Ich danke dir, dass wir zu dir gehören dürfen, dass du uns erschaffen hast und dass wir dich anbeten dürfen, dass wir Zeit mit dir verbringen können. Bitte segne du diesen Sonntag und veränder du uns. Amen. Ja, und wie ihr es schon kennt, möchten wir auch diesen Gottesdienst wieder mit ein paar Liedern starten. Wir möchten die Möglichkeit nutzen, um einfach Gott mit diesen Liedern zu anbeten. Und ja, sucht euch jetzt einfach wieder einen Ort, wo ihr ein bisschen Platz habt und die ganzen Bewegungen mitmachen könnt. Und dann geht's auch schon direkt los. Mit dem nächsten Lied, das ist Nein, Nein, Nie, Nie. Und ja, ihr kennt das, ihr kennt die Bewegungen. Los geht's. Da ist die Person, die so sehr traurig ist. Es ist eine Frau. Seht ihr, wie traurig sie aussieht? Sie kann nicht aufhören zu weinen. Die Frau bräuchte wirklich ganz dringend ein Taschentuch. Und da sind noch viele andere Menschen. Sie laufen hinter der Frau her und auch diese Menschen weinen. Hier sind wohl alle Menschen sehr traurig. Was ist da nur passiert? Jesus ist übrigens auch dort. Jesus sieht, wie die weinenden Menschen etwas tragen,
Es ist eine Bahre. Wisst ihr, was das ist? Eine Bahre ist wie ein Bett, das man tragen kann. Kranke Menschen, die selbst nicht mehr laufen können, werden zum Beispiel auf einer Bahre getragen. Hier ist es ein junger Mann, aber er ist nicht krank. Er lebt nicht mehr. Der junge Mann ist tot. Jesus hört, wie jemand sagt: Es ist schrecklich, die arme Frau. Jetzt hat sie niemanden mehr, der für sie sorgt und sich um sie kümmert. Erst ist ihr Mann verstorben und jetzt auch noch ihr einziger Sohn. Jetzt ist sie ganz allein. Jesus versteht, die Frau weint so verzweifelt, weil ihr Kind gestorben ist. Das macht doch Jesus traurig. Die Frau tut ihm leid. Jesus möchte die Frau trösten. Aber wie könnte Jesus die Frau trösten? Habt ihr eine Idee? Lasst uns mal zusammen überlegen, was Jesus tun könnte, um die Frau zu trösten. Genau, Jesus könnte vielleicht die Frau umarmen. Jesus könnte vielleicht mit ihr reden, damit sie nicht alleine ist. Welche Ideen habt ihr noch? Jesus hat eine Idee. Er weiß jetzt, was er tun möchte. Jesus geht auf die Frau zu. Die Frau bleibt stehen. Jesus sieht sie an. Ganz liebevoll sagt er zu ihr: Weine nicht. Die Menschen denken, das ist lieb gemeint, aber trösten tut das die Frau nicht. Ihr Sohn ist tot. Es ist doch normal, dass man da weint. Und jetzt dreht Jesus sich einfach um und geht. Was soll das? Ja, Jesus dreht sich tatsächlich um und geht. Was meint ihr? Hat Jesus es sich anders überlegt? Will er der Frau nicht mehr helfen? Aber Jesus geht nicht weg. Jesus geht zu dem toten Jungen auf der Bahre. Jesus sagt zu dem toten Jungen: Ich befehle dir, steh auf. Was wird nun passieren? Kann Jesus auch das? Einen toten Menschen wieder lebendig machen? Und tatsächlich, das Wunder geschieht. Der Junge atmet plötzlich wieder. Der Junge lebt. Die Mutter kann es gar nicht begreifen. Jetzt weint sie wieder, aber diesmal sind es Freudentränen. Auch die Menschen jubeln, sie sind begeistert, sie loben Gott und freuen sich mit der Frau. Sie spüren ganz stark, Jesus hat die Menschen lieb. Er ist für die Menschen da, die traurig sind und Hilfe brauchen. Er hilft ihnen. Auf Jesus können sie sich verlassen. Ja, und das war's für heute mit der Minikirche. Ich hoffe, du hattest eine richtig gute Zeit und dass du heute was lernen konntest. Und ich wünsche dir eine richtig tolle Woche. Ich hoffe, dass du einfach ja, eine gute Zeit hast. Und wenn du Lust hast, kannst du gerne immer wieder hier auf diesen YouTube-Kanal zurückkommen, dir dieses Video oder auch die anderen Videos anschauen. Und dann freue ich mich auf den nächsten Sonntag. Tschüss!